Ja, hallo zusammen. Jetzt sind die Potenzen mit negativer Basis an der Reihe. Und da müssen wir uns jetzt auch wieder überlegen, was kommt raus, wenn der Exponent eine natürliche Zahl ist, was kommt raus, wenn er 0 ist, was kommt raus, wenn es eine negative ganze Zahl ist, was kommt raus, wenn es eine rationale Zahl ist und was kommt raus, wenn es eine reelle Zahl ist, die ich da im Exponenten stehen habe. Und glücklicherweise ist es jetzt so, dass die ersten drei Fälle völlig analog zu dem Fall gehen, dass wir eine positive Basis haben. Und deswegen schreibe ich jetzt hier diese Rechenregeln für die ersten drei Fälle gar nicht nochmal auf, sondern schreibe direkt ein Beispiel nur hin. Also, wenn wir eine natürliche Zahl als Exponenten haben und die Basis negativ ist, also zum Beispiel minus 3 hoch 4, wäre das gleich minus 3 mal minus 3 mal minus 3 mal minus 3, also 81. Wenn der Exponent 0 ist, dann setzen wir das wieder 1, also minus 3 hoch 0 soll gleich 1 sein. Und wenn der Exponent eine negative ganze Zahl ist, dann müssen wir den Exponent mit der natürlichen Zahl dann in den Nenner schreiben. Also minus 3 hoch minus 4 ist dann nichts anderes als 1 geteilt durch minus 3 hoch 4. Das heißt, da steht 1 geteilt durch minus 3 mal minus 3 mal minus 3 mal minus 3, also 1 durch 81. Das sind erstmal die drei Fälle, die bei positiver und bei negativer Basis auf gleiche Weise funktionieren. Also wenn der Exponent eine natürliche Zahl 0 oder eine negative ganze Zahl ist. Die beiden Fälle, wo der Exponent jetzt eine rationale Zahl ist und wo der Exponent eine reelle Zahl ist, bei denen wird es komplizierter. Da unterscheidet sich das von dem Fall, wo die Basis positiv ist, und das sehen wir uns dann im nächsten Video an. Bis bald!